Vor etwa 6 Monaten habe ich ein Video mit einer kurzen Vorstellung zur Library gemacht. Dort habe ich euch auch schon einmal gezeigt, was man auf der Plattform alles machen kann und so findet. Nun möchte ich euch meine Meinung nach 6 Monaten Library zeigen und euch noch einmal zeigen, ob die Plattform doch etwas für euch ist oder nicht. Ich wurde auch schon auf Library aufmerksam gemacht, um nochmal ein Video dazu zu erstellen. Einfach so nochmal, um meine Meinung zu hören. Vielleicht haben sich ja da noch einige Punkte geändert. Bevor du dieses Video schaust, schau dir meinen ersten Einblick dazu einmal an. Denn da werden schon einige Dinge gezeigt, die ich jetzt hier nicht noch einmal aufzählen werde. Der erste Einblick ist vor allem auch ganz interessant. Schau daher dir das Video gerne mal an. Link dazu auch in der Beschreibung. Beginnen wir wieder mit der Erfahrung als normaler Nutzer. Was sich hier als größter Neuerungspunkt entpuppt hat, ist eine neue Plattform. Library an sich bleibt weiterhin bestehen, doch es wurde nebenbei noch die Plattform Odyssey gegründet. Library möchte hier den Zugang zu all seinen unzensierten Medien offen halten, wohingegen Odyssey durchaus moderierter ist. Dort sind gewisse politische Meinungen oder gar Erotik nicht zu finden. Kann man jetzt gut finden oder auch nicht. Die kompletten Vollassis mit ihren total verwirrten Weltansichten muss ich jetzt nicht auf der Startseite sehen, doch gegen eine schöne Frau oder so habe ich nichts. Auf Library soll hingegen nichts zensiert werden, soweit es eben den Richtlinien der Plattform entspricht. Rein technisch unterscheiden sich die Plattformen auch nicht und haben fast den identischen Aufbau. Es gibt auf Odyssey immerhin ein Gefällt mir oder Gefällt mir nicht Knopf, nun nennt er sich dort heiß bzw. Flamme oder schleimig. Ist zwar okay, aber ich vermisse weiterhin meine Sternebewertung. Über die Kategorien oder Beschreibungen von Funktionen muss man sich nicht wirklich unterhalten. Da meinte wohl jemand hip und angesagt sein zu müssen und hat es irgendwie lustig benannt. Hätte man auch lassen können. Prinzipiell kann jeder seine eigene Videoplattform mit Library aufbauen und auch moderieren. Daher können mittlerweile schon weitaus mehrere Plattformen online gegangen sein, die ich noch nicht gesehen habe. Darunter können bestimmt einige weitere interessante Plattformen sein, die vielleicht etwas normaler moderiert sind und auch interessanter Inhalt dort tatsächlich zu finden wäre. Aber was gibt es nun für Inhalte? Streif mal über die Startseite und mach dir selbst ein Bild davon. Wo auf DTube die angeblichen Bitcoin-Scheiche unterwegs sind, haben wir hier auf Library die angeblich politisch korrekten und Weltverbesserer mit ihren total vertretenen Ansichten und Meinungen. Neben den ach so tollen Vlogs von irgendwelchen unwichtigen Personen, deren Meinung mir sonst wo vorbeigeht, gibt's halt die Politikvideos aufgepeppt mit Memes, damit man cool, hip und angesagt ist. Ein paar Kryptogeld-Tipps und Tricks, denen man nicht unbedingt nachgehen sollte, gibt's natürlich auch. Bei manchen Menschen muss man hier aber auch wirklich sagen, dass es durchaus gute Gründe gab, sie von Plattformen wie YouTube zu verbannen. Darunter vermischt sich dann noch etwas Porn und vielleicht ganz am Ende noch irgendwo mal vielleicht was Interessantes. Immerhin konnte ich nach 6 Monaten 2 bis 3 Kanäle finden, die immerhin unterhaltsamen Content machen. Und das auf Deutsch. Hier muss ich schon sagen, wer eine neue Plattform sucht, um unterhalten zu werden und mal ein paar Videos gegen die Langeweile schauen kann, findet hier meiner Meinung nach definitiv nichts. Oder sagen wir mal, noch nichts. Die Player-Seite für Videos hat sich in den 6 Monaten auch nicht verbessert. Weiterhin steht keine Qualitätsauswahl zur Verfügung und wenn das Video nicht passend hochgeladen wurde, sieht man nicht viel. Dann muss man das Video eben herunterladen. Toll. Die eingesetzten Server sind für Videos mit ordentlicher Qualität nicht wirklich gut, weil die Bandbreite viel zu gering ist. Immerhin sind die Vorschläge zur rechten Seite mehr oder weniger passend, soweit die Tags beim Originalvideo richtig gesetzt wurden. Etwas besser wird es, wenn man die Desktop-Version benutzt. Dort können Videos direkt mit einem Klick heruntergeladen werden, was wir als Vorladen nutzen können und direkt in der Anwendung später das Video auch ansehen können. Ganz nebenbei helfen wir dem Netzwerk, denn nur mit der Anwendung funktioniert der Peer-to-Peer-Player. Im Webbrowser geht das nicht. Beim Rest hat sich soweit nichts geändert. Die Werbung hat sich nur mittlerweile umbenannt, so verteilen wir jetzt Credits statt Coins, was okay ist. Was man damit so verdienen kann, sage ich gleich. Als User hat man also eher eine mittelprächtige Plattform mit merkwürdigem Content. Irgendwo findet man dann vielleicht noch irgendeinen guten Kanal. Werbung gibt es nur, wenn man keinen Account hat. Sobald man sich angemeldet hat, ist sie weg. Nur die Tracker bleiben aktiv. Ein Adblock sollte man durchaus nutzen. Zwar ist es ein eigenes Tracking und nicht durch Google und Co. Gut finde ich es aber trotzdem nicht. Mittlerweile ruft der Browser auch beim Seitenaufbau diverse andere Webseiten
Seiten auf und lädt davon Skripte oder Inhalte nach. Ich habe den meisten Mist geblockt und die Seite funktioniert immer noch tadellos. Hier wird also etwas Schmu getrieben. Es schont zwar die eigene Bandbreite von den Servern, aber ganz so gut finde ich es nicht. Wie schaut es also als Kanalbetreiber aus? Nicht wirklich besser als vor 6 Monaten. Ich habe nun mittlerweile die noch sehr sehenswerten Videos auf Library geladen. Dabei gibt es den Vorteil, dass meine Videos, da sie bei Library liegen, auch auf Odyssey verfügbar sind. Ich muss hier nichts weiter tun. Ist ja im Hintergrund beides das gleiche. Mittlerweile hat man ein paar Credits gesammelt, damit man die Kanäle erstellen kann und einige Videos auch hochladen kann. Ein Geldproblem habe ich erstmal nicht, zumindest nicht um die Plattform zu nutzen. Ich habe auch bisher kein eigenes Geld hier eingezahlt, um Credits zu erhalten. Was ich an zeitlichen Aufwand reingesteckt habe, wird damit noch nicht abgedeckt, später aber mehr dazu. Bei direkt unterstützten Videodaten sind wir weiterhin auf den H264 bzw. X264 Codec beschränkt. Wir dürfen auch nur 2 GB große Daten maximal hochladen. Vorschaubilder der Videos können wir auch selbst hosten. Das ist zwar gut, kann aber auch gefährlich werden, wenn man hier mal Bilder modifiziert. Weiterhin können wir auch maximal nur 5 Tags setzen, was etwas dürftig ist. Das war's aber auch schon. Playlisten oder irgendwelche andere Sortierfunktionen gibt es weiterhin nicht. Für Videoproduzenten hat sich daher auch nicht viel getan. Die Plattform lässt dich was hochladen, das war's aber auch irgendwie schon. Damit deine Videos sinnvoll angeguckt werden können, musst du deine Videos korrekt rendern, sonst kommt nichts an. Nicht wirklich toll. Sind die Videos auch größer und grenzen an die 2 GB Marke, zieht sich der Upload enorm hin, da die Bandbreite weiterhin eingeschränkt ist. Mit mehr als 10 Mbit in der Sekunde kann ich nichts hochladen. Wir sehen zwar, dass wir Follower dazu bekommen, wer das ist, sehen wir aber nicht. Ein direkter Draht zu seiner Community kann man so nicht aufbauen, es sei denn, sie schreiben eben mal einen Kommentar. Wie steht's also mit dem Geld? Soll ich ehrlich sein? Schlecht. Sau schlecht. Nach 6 Monaten und das Hochladen von einigen Videos habe ich absolut nichts verdient. Kein einziger Credit wurde gespendet oder als Support dagelassen. Die angeblich 54 Follower, die ich momentan habe, scheinen scheinbar keinen Bock dazu zu haben. Auch die Klickzahlen sind komplett nicht im erwarteten Bereich. Viele Videos sind bei 0 Klicks und nach einem halben Jahr habe ich gerade mal etwas mehr als 1100 Aufrufe im Gesamten. Wer also damit seine Brötchen verdienen will, lass es bleiben. Ich selbst lade zum Beispiel meine Videos auch nur noch da hoch, dass sie eben irgendwo online sind. Ich habe zum Beispiel hier Tutorial-Videos, die ab 18 geschalten sind, obwohl sie komplett harmlos sind. Als Beispiel einen Passwortmanager zu verwenden und zu zeigen, wie er funktioniert, ist komplett schlecht und das darf auf jeden Fall kein kleines Kind sehen, weil es sollte seine Passwörter nie irgendwo speichern, geschweige denn in einem sicheren Speicherort. Von dem her habe ich diese Sachen auf Library zum Beispiel auch hochgeladen, sowie auch auf Dailymotion, dass sie einfach frei zur Verfügung stehen und sie jeder angucken kann. Ich habe nie vorgehabt, dadurch jetzt reich zu werden und damit Millionen an Euros zu verdienen. Das war nie mein Ansatz dazu. Umgerechnet ergeben etwas mehr als 100 Credits, gerade mal ein paar Cent, vielleicht mal ein Euro. Man erhält zwar ein paar durch das Benutzen der Seite, das ist aber umgerechnet so wenig, das lohnt sich nicht. Das auszuzahlen ist weiterhin nicht gerade trivial. So vergammeln die paar Coins wieder auf der Plattform, bevor sie in irgendeinem Euro-Konto landen. Kurzes Fazit also nach 6 Monaten. Library wirbt zwar mit dem Import von YouTube-Videos, um einen schnellen Einstieg zu haben, doch sind wir mal ehrlich. Was nützt uns der Service, wenn keine Sau da ist, die das anschauen? Zwar ist es toll, dass Videos nach 6 Monaten immer noch online sind, nicht so wie bei DTube, aber das bringt mir herzlich wenig, wenn keiner da ist, der sie sieht. Mir sind zwar Klicks scheißegal, dennoch erfreue ich mich, wenn meine Videos geguckt werden und gut ankommen. Das tun sie aber scheinbar bei Library absolut nicht. Es fehlt auch weiterhin an deutschsprachigem Content und der auch da ist, interessiert mich absolut null. Bis auf ein paar wenige vielleicht. Library ist aktuell weiterhin nicht mein priorisiertes Zuhause für meine Videos, da hier einfach noch viel zu viel Baustellen offen sind. Ich muss auch ehrlich sagen, dass alle Plattformen, die gerade so heranwachsen, welche mit angeblichen Blockchain-Basis und Kryptogeld werben, nach wenigen Monaten oder Jahren direkt wieder eingestampft werden. Sie versprechen das Beste, können aber nichts davon halten und die Betreiber sacken leider oft nur das Geld ein und verdrücken sich dann wieder. Hat man sich gerade mal eingelebt, war die ganze Mühe am Ende wieder für die Katz. Würde man einen Mix aus DTube, Library, PeerTube und YouTube erstellen, diesen mit gutem Inhalt füllen und eine einigermaßen
Basen moderieren, hätte man eine super Plattform geschaffen, soweit man ein paar bekannte Gesichter überreden kann, die Plattform zu nutzen. Das ist halt leider eine Mammutaufgabe und scheinbar hat noch keine Gruppe sich an diese Aufgabe gewagt. Schade. Ich habe zwar in meinem Kopf die super Ideen, nur fehlen mir tatsächlich die Skills, um sie auch umzusetzen. Den meisten Leuten, die Videos auf YouTube hochladen, geht's doch leider eher nur immer ums Geld. Scheiß auf Kreativität. Die Kohle muss stimmen. Hier muss auch wirklich mal wieder ein Zeichen gesetzt werden, dass die Kreativität durchaus mehr wert ist als Geld. Das wollen aber leider die wenigsten hören. Wie wird's also weitergehen? Wir werden sehen. Vielleicht wird's ja noch was mit Library oder ich finde eine bessere Plattform. Bis dahin können wir mal gespannt bleiben, was noch kommt. Wenn du mehr zu meinen kranken Ideen für eine vielleicht bessere Plattform wissen möchtest, schreib's gerne mal unten in die Videokommentare, vielleicht mache ich ja da mal noch ein Video dazu. Bis dahin hält dich nichts davon auf, mal die Plattform selber anzugucken, dir einen Account zu erstellen und wenn du möchtest, auch meinem kleinen Kanal hier zu folgen. Alle Informationen findest du auch unten in der Videobeschreibung. Ich würde auch gerne mal wissen, was du von der Plattform halten tust, was du an Verbesserungsvorschlägen hast und woraus dir bei einer neuen Videoplattform ankommt. Bis dahin wünsche ich dir viel Spaß mal beim Ausprobieren von Library und vielleicht sehen wir uns ja auch da mal. Ja, dann gilt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer hau rein und wenn das Video gefallen hat, lass das Däumchen nach oben da, lass ein Abo da, dann verpasst du keine weiteren Videos mehr und empfehle vielleicht noch das kleine Video an deine Freunde weiter. Und nochmal, hau rein!